Ich habe nicht gedacht, dass Zauberflöte ein Erfolg wird. Aber wurde einer unserer größten. Also Zauberflötenfiguren zu erfinden, gehört ja zum Komplizierteren, besonders wenn sie innovativ sein sollen. Und da haben wir einfach die Basis der Kinder genommen und diese Kinderfantasie, glaube ich, ganz hübsch ausgebaut. Das sind alles in der Basis Kinderentwürfe. Das war erstaunlich, dass die Kinder ein Teil der Kernidee sind. Das kam blendend raus, war ich sehr, sehr glücklich. Das habe ich aber schon gemerkt bei der Auswahl der Kinder. Wir wollten nur 24 Kinder auswählen, sind dann 37 oder sowas geworden, weil wir kein Kind nach Hause schicken konnten. Weil die Idee, hier Theater spielen zu können, zu dürfen, war so intensiv. Und das wäre so ein Verneinen einer solchen Idee. Also diese Idee, Theater spielen zu dürfen, ist in der Zauberflöte sofort rübergekommen. Dann haben wir mühsam übrigens den erwachsenen Figuren beigebracht, wie ernst das Stück in seiner Konsequenz ist. Mit dem Geteilten, das Schwarz-Weiße. Schwarz ist böse, weiß ist gut, weiß ist böse, schwarz ist gut und so weiter. Mit der Aufteilung Mann und Frau. Dass aber die musikalische Aussage im Kern trotzdem unberührt bleibt. Spannend gewesen. Und das hat sich zu meinem größten Erstaunen aufs Publikum übertragen.